Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute ist es soweit, es gibt das erste Video tatsächlich mit der Facecam hier auf diesem Kanal und ab jetzt werden natürlich auch alle Videos und alle Livestreams auf Twitch mit Facecam folgen. Also wenn ihr natürlich dazu nichts verpassen wollt, könnt ihr gerne auf diesem YouTube-Kanal ein Abo da lassen und natürlich auf meinem Twitch-Kanal auch ein Follow da lassen. Link dazu ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Außerdem versuche ich ab jetzt auch Daily Uploads wieder zu machen. Wenn ihr mich dabei auch unterstützen wollt, lasst hier auch gerne eine Bewertung und Kommentar da, denn dann sehe ich natürlich, dass euch die Videos hier auch gefallen und ich würde sagen, wir beginnen direkt mal mit dem Thema des heutigen Videos. Und zwar soll es heute um die ganzen Turniere in dieser Season gehen. Dort hatten wir ja bereits auch schon den ersten Cup, und zwar den Season 4 Hype Cup. Allerdings ist es natürlich nicht der einzige Cup in dieser Season, denn es werden noch viele weitere Cups folgen und dazu werde ich euch in diesem Video einmal alles zusammenfassen. Ich würde sagen, wir beginnen als erstes mal mit den Dreamhack Cups. Die finden ja immer monatlich statt, immer so in den letzten zwei Wochen jeden Monat. Dieses Mal beginnt das Ganze am 19. September, das ist ein Samstag in zwei Wochen, und das Finale wird dann am Sonntag stattfinden. Und um daran teilzunehmen, muss man ganz einfach nur die Website von DreamHack besuchen, dreamhack.com/Fortnite, und dann hier einmal auf Sign Up klicken. Dafür muss man 13 Jahre alt sein und dann hier einmal das Ganze ausfüllen und dann könnt ihr euch schon direkt darauf registrieren. Das Ganze wird so eine der ersten Tournaments jetzt sein, die stattfinden. Allerdings ist es natürlich ebenfalls nicht das einzige Tournament, denn unter anderem haben wir jetzt in Fortnite tatsächlich schon direkt das nächste Tournament, und zwar ein Limited Time Mode Test Tournament. Allerdings ist das bereits ja nur ein Test-Tournament, das heißt, es werden auch noch normale Turniere davon folgen. Dazu kommen wir allerdings gleich, denn Epic Games hatte gestern tatsächlich auch ein Blogpost geschrieben, wo eben halt einmal alle Turniere für diese Season drinstehen. Die werde ich euch jetzt einmal alle zeigen. Und zwar beginnt das Ganze eben halt mit der September DreamHack Online Open für Nordamerika Westen jetzt am 12. und 13. September. Das ist dieser Samstag und Sonntag. Am Sonntag wird es dann auch noch eine weitere Hype Night geben. Dann wird es als nächstes am Montag den 14. und Montag den 21. September ein Paradox Plattform Solo Cup mit Geldpreisen geben. Am Dienstag den 15. und den 22. September wird es dann einmal den Castors Anwärter Trio Cup mit Geldpreisen und den Choppers Champion Trio Cup mit Geldpreisen geben. Da wird es genauso wie in der letzten Season stattfinden, dass wenn man eben halt Anwärterliga ist, man den Castor Cup hier spielen kann, beziehungsweise generell die Anwärter Cups spielen kann. Und wenn man in der Champion Division ist, dann kann man den Champion Cup spielen. Und man kann letztendlich auch nur die beiden Cups spielen. Das heißt, wenn man Champion ist, kann man nur diesen Champion Cup spielen. Und wenn man Anwärter ist, kann man auch nur diesen Cup spielen. Das heißt, ihr könnt nicht beide gleichzeitig spielen. Und wenn ihr eben halt versucht, mit einem zweiten Account das Ganze zu machen, wird es dazu gleich auch noch etwas geben. Dann gibt es des Weiteren jeden Mittwoch, also den 16. und den 23. September, einmal eine Mischmasch-Mittwoch. Das ist eben halt genau dieses Limited-Time-Turnier, wozu es eben halt heute schon ein Testturnier gibt. Und das Ganze wird dann eben halt auch mit Preisgeldern stattfinden. Dort wird es beispielsweise so etwas wie pures Gold geben, vielleicht One-Shot oder so. Die ganzen Zeiten, wann es stattfinden wird, steht immer noch nicht fest. Dort wird es wahrscheinlich noch ein kleines Update in Fortnite geben, wo das Ganze dann released wird. Ansonsten sollen es demnächst auch ein paar mehr Pop-Up-Turniere und Events von Dritten geben. Events von Dritten sind beispielsweise der DreamHack Cup, außerdem natürlich auch hier die ganzen Creator Cups von Paradox, von Caster Chopper. Die werden in dieser Season wahrscheinlich auch nochmal regelmäßiger stattfinden. In der letzten Season hatten wir ja auch schon beispielsweise von Armadin Cup, von Mr. Savage, von Benji Fishy und ganz vielen anderen Leuten bereits auch die Cups. Das wird jetzt allerdings nochmal wahrscheinlich ein bisschen mehr stattfinden. Dann haben wir als nächstes auch noch die Hype Night am Sonntag, den 20. und 27. September. Dort auch genau das gleiche. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt Solo oder Trios sein wird. Es gibt bisher eben halt nur einmal diese ganze Liste mit den ganzen Cups und eben halt noch keine genauen Informationen zu den Cups. Dazu wird es natürlich noch einzelne Videos geben, wo ich euch dann alle Informationen zu den einzelnen Cups gebe. Auf jeden Fall gibt es dann als nächstes noch den DreamHack Cup für Nordamerika Osten am 17. und 18. September. Das ist nächste Woche Donnerstag und Freitag, und dann natürlich noch für Europa Samstag und Sonntag, also den 19. und 20. September. Das FNCS Warm-Up Event wird dann noch eine Woche später am vom 25. bis 27. September stattfinden. Das ist immer ein reines Warm-Up-Tournament, das heißt ohne Preisgelder, ohne die Möglichkeit sich zu qualifizieren, dass man eben schon ein bisschen trainieren kann für das letztendliche FNCS-Event. Dazu kommen wir allerdings jetzt auch schon direkt. Dazu gibt es allerdings bisher auch immer nur den Zeitplan und noch keine genaueren Infos dazu. Es wird über drei Wochen stattfinden, beziehungsweise die Qualifikation wird über drei Wochen stattfinden. Jeweils immer das ganze Wochenende über, das heißt von Freitag bis Sonntag, 9. bis 11. Oktober ist das erste Mal, 16. bis 18. das zweite Mal und 23. bis 25. das dritte Mal dann. Dort haben wir überall die Möglichkeit, uns eben halt zu qualifizieren für letztendlich das Finale. Überall kommen 33 Teams
Games weiter zum Finale. Und das Finale wird dann auch vom 29. Oktober bis zum 1. November stattfinden. Das heißt, das wird eben halt im Prinzip den ganzen Oktober abdecken. Das hier wird wahrscheinlich auch nur die Liste für September sein. Das heißt, hier werden noch deutlich mehr Turniere folgen. Allerdings immer noch mit keinem bestehenden Zeitplan, wann das jetzt genau auch im Oktober stattfinden wird. Allerdings immer gerade die Hype Nights, Mischmasch Mittwoch, so etwas wird auf jeden Fall dann auch danach noch stattfinden. Da könnt ihr euch auf jeden Fall relativ sicher sein. Hier steht auch noch etwas, dass es irgendein Wildcard-Match geben wird. Dazu wird es allerdings auch natürlich noch eine offizielle Information zum ganzen FNCS-Event geben. Wird es natürlich auch ein ausführliches Video zu geben, genauso wie natürlich auch schon für die letzte Season. Dann kommen wir nochmal zu einer geupdateten Liste für die offiziellen Regeln, denn das war ja in letzter Zeit immer etwas unklar, vor allen Dingen im Thema, was die Absprachen angeht. Dort gab es ja beispielsweise diese Thematik zwischen Tyson und Giannis, dass sie immer dauerhaft im gleichen Spot gelandet sind, und dazu hat jetzt jemand Epic Games Store geschrieben, was alles wirklich erlaubt und was alles verboten ist. Hier ist einmal nur ein kleiner Auszug aus der Liste, also es ist keine vollständige Liste, allerdings immer die wesentlichen Punkte. Dort ist einmal verboten, dass man durchgehend mit dem gleichen gegnerischen Spieler zusammenarbeitet. Das heißt beispielsweise, wenn jetzt Giannis und Tyson beide in Steamy landen und noch ein Dritter, wie beispielsweise Reason dort landen würde und dann eben mal Giannis und Tyson dauerhaft jede Runde Reason W killen würden und eben mal zusammen den dann killen würden und danach im Prinzip sich gegenseitig gar nicht mehr killen, dann würde das auf jeden Fall unter so eine Absprache führen. Allerdings gilt das Ganze eben halt nicht, dass wenn man einfach nur ganz normal in verschiedenen Matches immer wieder am gleichen Ort landet, also da könnt ihr ganz beruhigt sein, wenn ihr im Duo den gleichen Spot habt, könnt ihr dort auch in Solos am gleichen Spot landen. Das ist auf jeden Fall vollkommen in Ordnung und das zählt natürlich nicht als Absprache. Was eigentlich dann wieder als Absprache gilt, ist, wenn man eine vorgetäuschte Konfrontation zwischen Teams hat, also im Prinzip absichtlich versucht, ein bisschen Schaden zur Storm Search beizutragen, dementsprechend sich also sozusagen ein- oder zweimal vielleicht gegenseitig anhittet, dann wieder ein Biggie trinkt, nur damit man eben halt kein Storm Search Damage bekommt. Das ist auf jeden Fall verboten, und wenn das mehrfach auffällt, beziehungsweise wenn es eindeutig ist, dann gibt es dafür natürlich auf jeden Fall auch einen Bann. Zusätzlich natürlich irgendwelche Absprachen durch schwingender Spitzhacke oder ähnliches sind ebenfalls natürlich nicht erlaubt. Genauso darf man natürlich für den Mate-Dev dann vielleicht im gleichen Ort landet, auch keine Beute zurücklassen, beziehungsweise eben halt seine Duo-Mate, mit dem man vielleicht dann im Solo am gleichen Ort landet, dort darf man dann auch keine Beute zurücklassen, und man darf sich natürlich auch nicht absichtlich von einem anderen Team eliminieren lassen. Das heißt, wenn ihr beispielsweise euer Freund, mit dem ihr im Call sitzt, wenn der vielleicht noch gerade so einen Punkt zum Preisgeld braucht, ihr so oder so noch weit entfernt seid oder schon lange drin seid und euch dann eben halt absichtlich eliminieren lasst, nur damit er eben halt Geld bekommt, das wäre eben halt beispielsweise auch etwas verboten ist. Ansonsten ist aber nicht verboten, dass ihr einfach euren Landing-Spot über die sozialen Medien ankündigt, also wenn ihr auf Twitter schreibt, ich lande in Catty Corner, dann ist das nicht verboten, ihr müsst es natürlich nicht machen, ist eure Entscheidung. Einem kampfbewusst aus dem Weg gehen ist natürlich auch nicht verboten, wenn ihr beide im gleichen Ort landet und eben halt keine Lust habt, jede Runde zu fighten, dann müsst ihr das natürlich auch nicht machen, und wenn man gecoacht wird, ist das natürlich auch nicht verboten, es sollte ja auch klar sein. Dann das Smurfing, was ich auch vorhin schon angesprochen hatte, also das Spielen mit einem zweiten Account oder illegaler Neustarts mit einem zweiten Account für das gleiche Tournament, das ist eben halt auch nicht erlaubt. Das heißt, spielt am besten einfach nur mit einem einzigen Account. Oder was ihr eben halt auch machen könnt, ist, dass ihr eben halt zwischen zwei Accounts wechselt, dann allerdings eben halt an jedem Tournament beispielsweise auch nur ein einziges Mal teilnimmt. Allerdings, wenn es dann beispielsweise wieder Anwärter- und Champion-Tournaments gibt, dann nimmt ihr auf jeden Fall gar nicht mit zwei verschiedenen Accounts teil, denn die können das eben halt nicht genau entscheiden, ob ihr jetzt wirklich dort im Prinzip gesmurft habt und versucht habt, gleichzeitig einen Champion und einen Anwärter-Cup zu spielen. Deshalb lasst es einfach mit zwei Accounts sein. Spielt auf eurem Hauptaccount, es tut echt nicht Not. Und es zählt übrigens auch teilweise, dass wenn man nur Arena mit einem Smurf-Account spielt, dort mit weniger Punkten startet, das kann auch schon zu einem Bann führen. Ansonsten natürlich Hacks usen ist logischerweise verboten. Genauso auch noch das gleiche, was Petret in Season 5 oder so gemacht hatte, wo er behauptet hatte, er sei gebannt von vor Fortnite. So etwas ist auch verboten, das heißt, behauptet nicht, dass ihr eben halt gesperrt worden seid oder gecheatet habt, denn davon könnt ihr auch gebannt werden, das bringt einfach nichts Gutes ins Spiel rein. Und es gibt nochmal ein Update, was jetzt eher Epic Games selbst betrifft, und zwar die technischen Probleme. Manchmal ist ja so, dass eine Lobby abstürzt und da hat es Epic Games relativ schwierig, das Ganze neu zu starten. Allerdings gibt es jetzt immer die Möglichkeit, dass für FNCS das Ganze trotzdem neu gestartet wird, das heißt, wenn ihr in der FNCS-Runde, in der Finalrunde beispielsweise so oder so nur eine Lobby
Lobby existiert, dann kann das Ganze jemand von Epic Games neu gestartet werden, weil dann hier so oder so alle Spieler wieder rausfliegen. Und so geht das Ganze auf jeden Fall. Und das sind soweit die ganzen Informationen dazu. Ansonsten gibt es auch noch einen weiteren Tweet, den wir uns anschauen werden. Eine weitere Sache gibt es allerdings auch noch, die wir uns anschauen können, und zwar hat das jetzt nichts direkt mit den Fortnite-Wettkämpfen zu tun, allerdings natürlich etwas, was auch für sehr, sehr viele sehr interessant sein wird, denn Xbox hat jetzt tatsächlich offiziell die Preise released für die ganzen Konsolen. Die hatten ja auch vor kurzem, jetzt glaube gestern oder so, die Xbox Series S, also sozusagen eine Lite-Version von der Xbox Series X vorgestellt. Das wird immer da am 10. November dann released werden und am 22. September startet eben halt die Vorbestellung. Phase und die Xbox Series S wird $299 kosten, die Xbox Series X $499, also im Prinzip genauso wie erwartet. Die Xbox Series S ist dann eine Full Digital Variante, hat allerdings sonst kaum große Unterschiede, Grafikeinheit wird natürlich ein bisschen schlechter sein, bisschen weniger Speicher und alles, also insgesamt einfach ein bisschen lower, wird allerdings wahrscheinlich für die meisten Dinge so oder so ausreichen, wenn man beispielsweise in einem Spiel wie Fortnite dort vernünftig die Settings runterstellen kann und jetzt keine Lust hat, 500 Euro für eine Konsole auszugeben, denke ich mal, sollte die Xbox Series S gerade im Vergleich jetzt zu den jetzigen Konsolen definitiv ein ganz gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Und mit der Xbox Series X hat man dann natürlich die meiste Performance. Jetzt warten wir im Prinzip nur noch auf die Preise der PlayStation 5. Ich denke allerdings mal, dass die genauso auch $499 kosten wird. Ich denke nicht, dass sie nur $399 kosten wird. Und ansonsten müsst ihr immer wissen, dass die Xbox Series X einfach deutlich stärker als die PlayStation 5 ist. Ansonsten gibt es kaum große Unterschiede dazu und das war es dann auch schon mit dem Morning-Video. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Schreibt mir gerne Feedback in die Kommentare und dann bis zum nächsten Video. Ciao.